Willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Zelda Adventure. Ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses kleine, aber feine Dörfchen im Canyon entdeckt. Und hier gibt es noch einiges zu entdecken. Vor allem aber sollen wir jetzt erstmal den Leuten hier helfen. Und ich würde sagen, da warten wir nicht lange, sondern machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ups. Beziehungsweise, ich würde hier erstmal noch ganz gerne diese Höhle hier erkunden. Die ist ja, scheint sehr interessant zu sein. Gibt's denn hier was für mich? Okay, es scheint irgendwie ein bisschen, also das heißt leer, aber zumindest gibt's nichts für mich. Oh. Und das ist schlecht, denn ja, ich will halt Stuff haben. So schaut's aus. Ja, yeah. Okay, zumindest ein Grabloch, aber das kann ja wohl nicht alles sein. Oh, das ist ja ziemlich groß hier. Ist das so eine Art Stollen oder was ist das? Alter, ja, macht halt noch mehr Wege hier, dass man sich gar nicht mehr zurechtfindet. Ist schon okay. Ja, nee, also mal ohne Scheiß jetzt. Es gibt hier echt ein bisschen viele Wege für meinen Geschmack. Aha. Kommen wir hier wieder raus oder wo geht's hier hin? Und bei diesen Kisten da können halt überall irgendwelche Secrets versteckt sein. Das ist echt mies. Boah, ey, das ist ja riesig hier. Das ist ja ein Labyrinth. WTF. Was ist das? Ja, ich habe übrigens mit dem Ganon geschrieben. Das ist einer der Entwickler. Und der hat mir gesagt... Ach, wir sind auf der anderen Seite jetzt, ne? Er hat mir gesagt, dass wir noch alle Herzteile vor dem 8. Dungeon kriegen können. Deswegen würde ich das eigentlich gerne probieren. Aber wir schauen erstmal, ne? Wir schauen erstmal. Mir ist so langweilig. Willst du Verstecken mit uns spielen? Nice. Okay, ich sag meinen anderen 4 Kumpels Bescheid. Du zählst bis 100 und danach verstecken wir uns hier irgendwo. Los geht's. 1, 2 und so weiter. Jetzt muss ich die Dudes suchen. Ja, super. Wenn die sich da in dieser Riesenhöhle verstecken, habe ich keine Ahnung, wo die sind. So, ich glaube, es gibt aber kein Zeitlimit. Zumindest läuft keins ab. Das heißt, wir können hier unsere Erkundungstour fortsetzen. Was sagst du? Ha, ich habe gehört, dass du mit Wanda geredet hast. Also, möchtest du uns ein wenig helfen? Ja, das ist aber ziemlich nett von dir. Warte mal, ich sag dir gleich, was mein Wunsch ist. Also, es ist ziemlich schwierig hier zu fischen. Der nächste Wasserort hier ist der Dschungel. Aber es ist auch nicht leicht, dort einen Fisch zu bekommen. Ja, früher habe ich in Hyrule-Stadt gelebt. Dort war es ziemlich leicht, da konnte man sich überall gekochten Fisch kaufen. Aber hier... Ja, ich liebe gekochten Fisch. Könntest du mir vielleicht einen bringen? Alternativ kannst du mir 200 Rubine geben, das ist auch okay. Ja, wenn sonst nichts ist... Okay. Nee, also da geht es auf jeden Fall schneller, so einen Fisch zu angeln. Und 200 Rubine sind eine ganze Menge. Also die schenke ich dem Dude garantiert nicht einfach so. Auch wenn ich gerade nicht in Rubinennot bin, ist es trotzdem nicht schlecht. Weil man weiß nie, vielleicht gibt es nochmal so eine geldgeile Fee oder so ein Scheiß. Und ja, das war natürlich blöd. Wanda vertraut dir vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dasselbe tun sollte. Es ist nicht lange her, seitdem ein anderer Fremder in unserem Versteck aufgetaucht ist. Er war kurz davor zu ertrinken, nicht zu ertrinken, wahrscheinlich ertrinken, zu verdursten. Als mein Junge oder mein Kind ihn gefunden hat. Wanda hat sich um ihn gekümmert und sein Leben gerettet. Nach einigen Tagen hat er uns gesagt, dass er uns im Gegenzug helfen möchte. Und dann ist er einfach verschwunden und ist nie wieder zurückgekommen. Er hat uns alle angelogen. Und ich bin mir nicht sicher, ob du besser bist. Ich pass auf dich auf, Fremder. Du wirst uns kein Wasser klauen. Oder kein Wasser von uns bekommen. Ja, ist okay, ist okay. Meinetwegen, seid ruhig misstrauisch, Freunde. Aber das müsste nicht sein. Ich meine, ich bin Link. Oh, da ist schon der erste von denen, oder? Oh, du hast mich gefunden, Mann. Noch 4 weitere. Voll cool, dass die hier so ein kleines Versteckspielchen eingebaut haben. Ja, in dieser riesigen Mine da ist bestimmt irgendeiner von den Keks. Ich kenne sie doch. Okay. Ja, das haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut, was dort unten sich befindet. Was gibt's hier? Nichts. So, was gibt's denn hier bei euch? Noch eine weitere Dame. Hallo. Hey, ich habe gehört, dass du uns helfen möchtest. Wenn das stimmt, dann, ja, habe ich hier was für dich zu tun. Mein Mann und ich haben morgen unseren 20. Hochzeitstag.
Und deshalb, ja, möchte ich mir irgendwas Nices schenken, so. Ich habe irgendwas über, ja, einen ziemlich seltenen Topazstein gefunden, der nur im Dschungel gefunden werden kann. Ja, mein Mann möchte nicht, dass ich mich in Gefahr bringe, aber ja, so kann ich ihm jetzt halt keinen von diesen Topazsteinen bringen. Aber du kannst schon immer weggehen, wenn du möchtest. Also wärst du so nett und würdest mir so einen Topaz bringen? Schau ich so aus oder was? Nee, das können wir schon machen, aber ich werde die ganzen Aufträge am Ende, aber irgendwie halt erstmal sammeln und dann können wir die alle auf einmal dann irgendwie abhaken. Mann, die haben gar nichts in ihren Ton drin, alle. Das war scheiße. Ich will euch beklauen, Mensch. Ja, es ist nicht leicht, meinem Kind eine gute Kindheit zu geben, während man sich irgendwie, ja, am Leben halten muss. Weißt du, mein Mann hat mich letztens verlassen, weil er ein besseres Leben wollte. Ja, mochte es niemals, Verantwortung zu übernehmen und mochte auch niemals die Lebensweise, wie wir hier halt leben. Auch wenn es egoistisch klingt, ich kann ihn verstehen. Ja, nun liegt es also an mir, meinem Kind alles beizubringen, was es braucht, um hier zu leben. Ja, und das ist, wenn ich nicht mehr bin, ein besseres Leben führen kann, als ich es tat. Ha, es ist oft einfach zu viel. Ja, ich möchte dich eigentlich nicht mit meinem ganzen Stuff volllabern, so, aber es ist halt sehr hart, so. Aber trotzdem gibt es immer noch wunderschöne Momente und es wird immer besser. Vergiss das niemals. Kann ich nur zustimmen, der werten Dame. Bäm! Das war voll abgeschlossen. Ja, ist gut. Ich habe schon 3 Karma bekommen, dass sie mich dann volllabert. Okay. Hier ist das zweite Kind. Nice. Was? Das war doch so gut, Mann. Noch 3 weitere. Okay. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal kurz in die Minen oder diesen Stollen oder was auch immer das jetzt genau ist. Hier wird safe eins der Kinder sein. Und wir haben die auch noch nicht ganz erkundet gehabt, nicht wahr? Auch wenn wir jetzt 2 der Kinder haben und oben müssten wir alles erkundet haben. Also es ist dann halt noch dieser Stollen hier, der noch, ja, unerkundet ist, zumindest teilweise. Aha. Okay, das ist einfach nur ein anderer Gang gewesen. Ja, das ist nur, ne, ob ich jetzt da lang gehe oder da lang, das ist so eine Schleife gewesen einfach, ne. Okay. So. Also wenn hier kein Kind ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich hier einer von diesen Keks versteckt. So, jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Hier gab es noch irgendwo eine Abzweigung, glaube ich. Ja, hier. Da müssten wir auch noch nicht gewesen sein. Ah, da ist sogar einer. Ey, du cheatest doch. Ach, wie auch immer. Immer noch 2, die sich verstecken. Achso, immer noch 2, okay. Ich habe doch aber schon 3 gefunden. Achso, dann war es der eine Typ. Und noch 4 weitere, okay. Ich dachte, insgesamt wären es 4. Lost. Aber gut, das heißt, wir sind durch, ne? Joa. Sehr gut, dann müssen sich die anderen irgendwo unten verstecken. Das hatte ich mir aber schon genau angeschaut. Genau, da war der eine Typ, den wir mit seinem Blumenbeet geholfen hatten. Das war die noch so ein bisschen misstrauisch war. Versteckt sich hier jemand? Sieht nicht so aus. Ja, auch hier unten im Brunnen befindet sich ein Kind. Das dachte ich mir schon fast. Oh Mann, das war mein Lieblingsspot, um mich zu verstecken. Ja, fehlt noch einer. Mal schauen, wo der sich aufhält. Oh, hier ist auch noch ein blauer Rubin bei diesem Baum. Lull, habe ich auch gar nicht gesehen. Ah, ich habe das letzte Kind auch gefunden. Das befindet sich auch hier in der Mine. Und zwar in dem Gang. Den habe ich vorhin nicht ausgecheckt, weil ich da beim ersten Mal schon drinnen war. Aber klar, da kann sich natürlich trotzdem einer verstecken. Wow, du hast jetzt wirklich alle gefunden. Natürlich, Mann. Was denkst du denn? Das hat voll viel Spaß gemacht. Voll cool. Lass uns das mal später machen. Ja, sehr nice. Gut, dann haben wir jetzt noch 2 weitere Aufgaben zu erledigen. Und dort cutte ich aber selbstverständlich auch. Und wir sehen uns gleich an den entsprechenden Orten wieder. Okay, Leute. Ich habe noch einen Topazstein ausfindig gemacht. Und zwar hier bei dieser Creeper-Ruine. Die ist jetzt hier direkt da vorne. Und das ist dieses Mittelding. Hier direkt, sehr viel versteckt, ist noch ein Topazstein. Oh yeah. Ich hoffe, ich habe sonst keinen mehr übersehen, weil ich dachte eigentlich, wir hätten hier alles, aber ja, mal schauen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder im Dorf. So, wir wären zurück und können nun die ganzen Leute glücklich machen. Ich glaube, ich gehe mal zuerst zu der Dame, die dort oben war.
die den Topazstein haben wollte. Und dann können wir direkt gegenüber zu dem Fischertyp hingehen. Ja, dann sollten wir eigentlich alle glücklich gemacht haben und es sollte alles passen. Hast du einen Topaz? Bitteschön. Oh, danke, danke, danke. Dann mache ich ein Amulett davon und das wird meinen Mann beschützen. Vielen, vielen Dank. Ich sag sofort Wanda Bescheid. Ja, ist doch kein Problem, Mann. So, und dann noch kurz hier auf die andere Seite gegangen. Denn dort, ja, war noch der andere Typ. Weiß gar nicht. War der hier? Nee, das war die, die uns nicht vertraut hat. Dann war das hier. Der Typ. Hast du einen Fisch? Bitteschön. Was? Ach, der will einen gekochten haben. Okay, muss ich wahrscheinlich kaufen. Gut, dann mache ich das kurz. So, ich habe jetzt einen gekochten Fisch. Hier ist er. Habe ich mir kurz beim Hyrule-Markt gekauft. Die gibt es dort im Mittelgebäude. Auch ganz cool, dass man sich auch dort mal was kaufen muss. So, jetzt bitteschön, mein Freund. Oh, danke, Mann. Das ist aber ziemlich nett für einen Fremden. Natürlich. So, ja, ja. Mit denen haben wir jetzt auch schon geredet hier. Genau, die sagen, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Das ist doch schön. Ja, also ich glaube, da müssten wir allen hier irgendwie geholfen haben. Das ist doch eine gute Sache, denn damit können wir zu Wanda reden. Hi. Ey, ich habe schon alles gehört, Mann. Du hast vielen Leuten geholfen. Ich muss dir danken, junger Held. Nun, der Sorasaf hier befindet sich in der alten Fabrik. Aber du wirst nicht in der Lage sein, sie so ganz einfach zu erreichen. Folge mir. Okay. Mach ich. Was kommt jetzt? Ist jetzt hier wie bei Skyrim, wenn man den NPCs hinterherlaufen muss. Wobei, die ist nicht ganz so lahm. So, jetzt, oder? Ah, also wenn du dir einen Chicken nimmst, dann kannst du auf die, also kannst du mit den Gasieren nach oben schweben. Okay, das probiere ich gleich mal aus. Probier's noch mal aus. Ah, okay, und dann kann ich ja ans Ende der Canyon gehen. Okay, okay. Aber pass auf, Mann. Ja, also es gibt ziemlich viele Fallen dort drinne, so, weil ja, die dienen zum Schutz vor Fremden. Viel Glück, junger Held. Okay. Ah, ich glaube, die hat jetzt hier das Ding aufgemacht. Und deswegen kann ich jetzt die Hühner nehmen, weil davor waren die Hühner noch eingesperrt. Ah, ja, 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 okay. Und jetzt, ach cool. Ah, das ist ja nice. Voll cool. Warte, ich will jetzt aber nochmal kurz hoch. Zack. Ja, sehr cool. Ja, perfekt. Aber dann würde ich sagen, cutte ich kurz und danach sehen wir uns bei der entsprechenden Stelle im Canyon wieder. Bis gleich. So, da wären wir schon an einer dieser besagten Stellen. Ich hoffe, das ist jetzt auch die richtige. Und zwar können wir hier jetzt... Schlups. Nice. Einfach kurz hoch. Und da wären wir. Aha, hier sind noch alte... ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich so Kabel oder sowas. Don't know. Und, ah, das ist doch für die Schaufel. Bam. Und mit dem Gasier können wir wieder nach oben. Sehr schön. Also ich mag das Gebiet mega. Das sieht übelst cool aus. Die Musik geht auch ab. Sehr nice. Ach, ist das schön. Wunderbar. So, noch ein paar Rubine hierher. Jetzt da noch. Ha, schön. Also ich mag das neue Gebiet wirklich mega. Es ist auch eine voll coole Idee. Und passt auch voll gut rein so. Also ich finde es einfach nur nice. So, gibt es hier noch Secrets? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann schauen wir uns nochmal dieses Haus hier an. Was gibt's denn hier? Oh, das ist ein Pixel-Link. Oh nein. Ein Freak. Cut up, Mon. Nice. Was ist das? Oh. Glaube nicht. Da ist noch ein Spinner erschienen. Was ist das? Nee. Der Typ noch, oder? Wow. Und noch eine. Oh, wow. Noch eine von diesen Stärkeren. Aha. Ach, das ist ja. Das ist ja witzig. Das ist sowieso bei Breath of the Wild mit diesen Monster-Hideouts. Voll die coole Idee. Das ist safe von Breath of the Wild so inspiriert, so ein bisschen. Voll nice. Bam. Trotzdem. Ja, noch eins von den Viechern. Ich glaube, das war's, oder? Ne, da oben ist noch einer. Ich glaube, ich spinne, ey. So, weg mit dir da. Trottel. Ah, und dann gibt's hier ein Pixel-Link als Belohnung. Sehr nice.
Ja, uns fehlen noch einige Pixel-Links. Genau, ich habe mittlerweile auch erfahren, dass es in allen Mini-Dungeons wohl 2 Pixel-Links gibt. Das ist auch noch gut zu wissen. So, was haben wir denn bekommen? Aha. Medli. Sie ist ein Mädchen, das zu den Rito gehört. Sie lebt auf der Dracheninsel oder Dragon Roost Island. Ich weiß gerade nicht, was auf Deutsch heißt. Und ja, ihre größte Leidenschaft ist das Spielen der Harfe. Genau, auch ein Charakter aus Wind Waker. Sehr cool. Ja, und... Oh, ich brauche Hühnchen. Das heißt, hier war noch ein kleines Secret als Pixel-Link. Und damit können wir gleich weitermachen. Auch sehr geil, wenn man so in der Ferne den Dschungel sieht, ne? Diese riesigen Bäume. Übelst nice. So. Wir wollen aber zur alten Fabrik. Denn dort gibt es ja... Für uns wahrscheinlich... Boah, das sieht schon so krass aus, ne? Ich glaube, das hier ist nur ein Shortcut. Den wir später öffnen werden. Also, übrigens, ich dachte, Dungeon-Item wäre was, vielleicht doch was anderes, als ich jetzt, also, ich dachte halt, dass das Dungeon-Item was mit diesen Geysieren zu tun hat, aber wenn wir jetzt schon, ja, durch die Hühner eine Möglichkeit gefunden haben, die Geysiere zu nutzen, dann ist das Dungeon-Item vielleicht doch was anderes, als ich dachte. Also, ich lasse mich überraschen. So, zack, noch ein Löchlein. Okay, noch einer von diesen schnelleren Gegnern. So, weg mit dir. Ich glaube, die haben auch mehr Leben. Ja, ja, die halten einen Schlag mehr aus. Krass. Okay, ich frage mich jetzt... Nee, hier waren wir doch noch nicht, oder? Ja, als ob. Nee. Safe nicht. Und ein gelber Rubin. Nice. Aber ich glaube, da waren wir jetzt schon, oder? Doch, ich glaube, da unten waren wir jetzt schon. Das müsste die andere Seite gewesen sein. Okay. Weil das kommt mir sehr bekannt vor dort. Ich kann mich natürlich trotzdem täuschen, ne? Das gibt's immer. Aber ich vermute, dass wir dort noch nicht waren. Gut, schauen wir uns doch mal diese Seite hier an. Was gibt's hier? Hm? Was ist das denn? Lull? Es sieht so ein bisschen so aus wie diese Magneten aus Twilight Princess irgendwie. Krass. Aber ich glaube, da kommen wir momentan nicht weiter. Na gut, dann bleibt nur noch dieser Weg hier. Gates. Okay. Dort können wir mit unserem Boomerang. Aha. Schöne Animation. Und dort gibt es wohl einen Weg in Minen. Ja, ja, das ist hier vorne. Okay. Sehr, sehr schön das Ganze hier. Das sind irgendwie so Lagerplätze, oder? Schaut für mich zumindest irgendwie so aus. Ja, doch, schon. Und voll cool mit Minecart jetzt, oder was? Ja, gut. So, das Hühnchen kann ich mal wegtun. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir in so ein Minecart reingehen. Ach so, aber nur wenn es fährt natürlich. Fährt es? So mehr oder weniger. Und die Musik ist ja mal nice. Oh, wie geil. Auch Skyward Sword Musik. Aber übelst nice. Ich liebe den Track. Okay, also ich glaube, man kann hier immer im Kreis fahren, aber so wirklich was bringen tut es uns nicht. Na gut. Schauen wir uns lieber um. So, der Weg hier ist noch versperrt. Was gibt's hier? Eine Kiste, noch ein Rubin. Okay. Ich meine, wir haben ja die große Börse. Das heißt, da müssen wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen mit Platz und so. Red. Ja, was heißt das jetzt? Okay, keine Ahnung. Sind das die Weichen? Hm, wahrscheinlich. Ja doch, macht irgendwie Sinn. Ja, safe. Ah, und ich glaube, man kann durch diese Öffnungen fahren. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, wir müssen doch mit dem Minecart fahren. Ah, ich glaube, ich muss die grüne Weiche umstellen. Lass uns das mal ganz kurz erledigen. Zack. Genau, und dann kann ich jetzt da durchfahren. Okay, machen wir das doch einmal. Coole Idee, sehr, sehr coole Idee. Auf geht's. Dann, die Musik ist episch.
Ich mag die Musik halt voll, weil die eine extrem geile Atmosphäre aufbaut, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen langsam hier. So, jetzt. Ich glaube nämlich, genau. Ja, das klappt. Aha, und das öffnet uns die andere Türe. Aha. Ich schätze mal, andersrum wäre es genauso gegangen. Wenn wir jetzt den anderen Weg genommen hätten, dann wäre wahrscheinlich jetzt diese Türe hier geöffnet worden. Also nettes kleines Rätselchen. Mag ich. Extrem cool. So, was gibt's hier? Ein Geheimgang. Man muss nur reinkommen. Das ist, glaube ich, schwieriger gesagt. Nee, andersrum. Schwieriger getan als gesagt. Wobei, jetzt ging es doch. Oh, ein Pixel-Link. Sehr, sehr nice. Da ist noch einer. Kaffei. Ah, das ist doch der Typ aus OOT. Nee, Majora's Mask. Genau. Also er wurde von einem, ja, unglücklichem Schicksal in Heroin festgehalten. Wird er sich jemals mit seiner Liebe zusammen vereinigen können? Ja, ja, traurige Geschichte, wenn man Majora's Mask gespielt hat. Das war echt übelst mies. Also, ja, tut mir echt leid, der Typ. Nun gut, was mir aber auch ein bisschen leid tut, ist, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ja, beim nächsten Mal machen wir hier weiter in dieser Mine. Die Atmosphäre ist extrem nice und ich bin gespannt, was wir hier noch so alles entdecken werden. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Zelda Adventure. Haut rein!